Hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Creativerse. Heute mal nur mit Dirk. Wow. Entschuldigung, hatte gerade einen Frosch im Hals. Dann zieh ihn hoch und iss ihn. So, wie ihr seht, hat sich hier einiges geändert. Mein Bett zum Draufspringen ist noch. Au, vorhanden. Die Mauer hat man ja schon fertig. Das ist die kleine Eingangsbrücke. Ist auch alles beleuchtet. Und mittlerweile gibt es im ersten Saal, der noch nicht ganz fertig ist, da wird hinten wahrscheinlich noch zwei, drei Reihen nach hinten nochmal durchgebohrt in die Wand. Und ich baue eigentlich jetzt hier mit Stefan zusammen, der hat bloß heute keine Zeit, mit aufzunehmen. Mache ich das am besten? Wenn du dann übrigens fertig bist, Dirk, musst du Bescheid sagen. Dann komme ich mal bei dir deine Burg angucken. Für alle, die sich vielleicht fragen, der Teleportpunkt da hinten, der soll bleiben. Aber wir hatten ja hier oben irgendwo im Berg noch eine kleine Basis, die wird dann demnächst mal abgerissen. Und da kommt dann da hinten ein kleiner Teleportpunkt rein. Haben wir denn? Hier haben wir meine Extraktoren. Ach, Excavator. Ach du meine Güte. Oh, gibt es irgendwas Neues eigentlich aus Creativerse, was wichtig war? Nee, ne? Nein. Gut, abgesehen davon, dass jetzt ein paar neue Updates kamen, gab es eigentlich jetzt nichts wirklich. Aber es war nichts Weltbewegendes. Das stimmt. Es war nichts Weltbewegendes dabei. Oh, ich hab's in eine falsche Richtung gedreht. Wow, Netter. ich hab's geahnt. Das ist ein scheiß Bauer. Scheiß was? War jetzt schon gut. Eins, zwei, vier, habe gerade auch einen gerade total fatalen Fehler gemacht hier beim Setzen der Exkavatoren. Ich habe in die falsche Richtung gedreht. Und das, wo ich drauf stand, einfach gleich mit weggerissen. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass es hier im Spiel extrem viele Grafikfehler gibt? Neuerdings. Nee. Mir persönlich fällt es mal auf, wenn ich dann irgendwo Lampen oder sowas platziere. Kriegst du dann irgendwann einen Anfall, weil du platzierst eine Lampe, sie macht nicht hell. Habe ich nicht das Problem. Hallo, Cheesart. Muss Geh in mal meinem weg. Shader liegen. Ich habe ja keinen Shader in dem Sinne. Drüben ist noch eine Lampe vorhanden, so ein Mist. Eins, zwei, drei. Hier. Vielleicht keine Square Diamond Walls mehr. Wäre schön, wenn Stefan nochmal auftauchen würde.
Das ist die du für deine Wand benutzt hast, komplett? Die Wand komplett? Nee, für teilweise die Wand hier. Treppenwand und solche Sachen. Ach so. Wand komplett ist ja hier Eis. Gut, okay, das meinte ich jetzt nicht. Kohle, Obsidian. Okay, und schon bin ich wieder voll. Du brauchst, also ihr braucht nicht mehr irgendwie Bedrock oder sowas, ne? Weiß ich nicht, ob ich, wenn die Kiste voll ist, nicht. Weiß es auch nicht, deshalb frage ich ja. Weiß, dass ich demnächst sehr viel Limestone brauche. Du musst Wenn es ich nur das neue sagen. Projekt anfange. Was ist denn das neue Projekt? Willst du schon verraten? Nein, noch nicht. Okay, dann verrat es mir ganz leise. Nein, noch nicht. Sag mal so, wie es hat was mit Phantasien zu tun. Weiße Stadt. Den Nagel auf den Kopf getroffen, Dirk schweigt. Ich habe noch nichts gesagt. Ja. Mich freut, du bist auch extrem müde. Nicht, mir ist noch nicht gut heute. So, jetzt darf ich mich nochmal hochbequemen. Die Wand hier hinten müsste ich dann mit der Hand abbauen. Nee, mache ich nicht. Schießpulver haben wir noch ein bisschen was in der Stadt jetzt wieder, oder? Ich habe nichts gebraucht, aber ich habe auch nichts Gut, erstellt, wenn du okay, weil wüsstest. ich hab letztens welches reingelegt, ein paar Stickstoffe, die sind noch vorhanden. Irgendwie müsste man machen können, dass man sich einen größeren Rucksack oder so nochmal zulegt. Kannst auch hier schon viel mehr tragen als in Minecraft. Nee. Sicher? Eigentlich nicht. Ach, mal, Minecraft hat's größere Inventar. War es nicht so, dass du 3 oder 4 Reihen hast, aber 10 irgendwie Platz? Ich glaube, das gucke ich nachher sogar mal nach. Jetzt weiß ich, was ich noch Aber du machen hast muss. einen 64er Stacks. Ja, Bei Minecraft. hier hast du 99er Stacks, ja. Aber immer noch. Und jetzt sind die Türen wieder auf. Oh Mann. Wer geht denn von euch immer wieder hier hinten zum Wasser? Hä? Wo, wie, was? Wo die Wasserbecken sind. Das hat nichts mit der Tür. Das ist ein blöder Bug von dem Spiel, dass die mal einfach die Türen plötzlich wieder offen sind. Oder auch Was? manchmal einfach wieder zu sind. Das ist typischer Bug hier. Okay. Jedes Mal, wenn ich wieder hier weggehe, am nächsten Tag ist wieder alles offen. Da denkst du dir auch so, ist okay. So ist das. Ich habe vorhin eingeloggt und alle Türen im Schloss und auch im Iglo und überall waren die Türen offen.
Im Eklo, na schön. So. Iglo. Blaues. Blümchen. Okay, die habe ich schon weggetan. Wachs, Wachs, Wachs. Weißt du, wie diese komischen Tanzapfen heißen? Warte mal, steht doch dabei. Irgendwas Rhyme Cones oder so ähnlich. Ja, okay. Das Beste ist, ich dachte halt immer, ich bin in Steam jetzt gerade als offline angezeigt. Nein, bin ich nicht. Gleich mal angeschrieben worden. Musst du Muscheln? Nein. einstellen. Ja, ich dachte, ich habe es schon gemacht gehabt, aber naja. Weil das Beste ist, ich werde zu Spielen eingeladen. Die habe ich gar nicht. Ja, ich auch von diesem Kölscher Jungen Stefan zum Beispiel. Seeds und Saplings. Ich brauche Leder, die Miru-Augen und diese komischen Eis-Miru-Augen. Wo sind denn die dabei? Bei Monster Loot Okay. sind die Augen und Zeppelins, weißt du doch, wo die sind, oder nicht? Die Saplings meine ich ja nicht. Die Miro-Augen wollte ich halt wissen, wo das ist. Was habe ich hier denn für Scheiße? Ihr hört schon, Dirk ist wieder ganz, ganz brav bei der Sache. Also die Niere findest du bei Monster Loot. Und wo ist der Monster Dude hier dann in der Halle? Lager 1. Wenn du reinkommst, auf der linken Seite. Lager 1? Krass. Ah, hier. Hätte ich nie gefunden. Oh, hier wäre auch das Zeug für meine nächste Rüstung dann dabei. Das Feral-Pixie-Zeug. So, Miru-Augen, Miru-Augen, Leder. Fossilien, wo waren die jetzt gleich nochmal? Ist grauenvoll, wenn man hier versucht, sein Inventar aufzuräumen. Ich hoffe mal, man Nie hört das. passiert. Hä? Mir fehlt auf einmal. Oh nee, was ist denn hier passiert? Mir fehlt ein Teil der Decke hier. Keine Mach Ahnung, die ist doch gesch. mal aus und wieder ein. Das ist bestimmt dieser blöde Bug. Weiß es nicht. Ich hab, wie gesagt, bei mir fehlte ja auch etwas. Ich werde mal noch die restlichen. Doch, ne, zeige ich euch nächste Folge dann. Jetzt gehe ich mich noch kurz heilen. Oder ich gucke noch mal ganz kurz bei meiner Zwergenstadt oben, ob ich noch irgendwas abbauen kann. Und dann in der nächsten Folge werde ich euch mal einen kleinen Überblick über alle Blöcke verschaffen. Denn das meiste, was so an Blöcken platziert werden kann, haben wir bereits schon mal irgendwo erhalten. Und ja. Könnte ich euch ja mal Der zeigen. Typ ist weg. Er muss weg. Ist weg. Okay. Einfach so verschwunden, so schnipp Ja. weg war's. Okay, interessant. So.
Ja, liebe Leutchen, ich werde jetzt mal noch zwischen der und der nächsten Folge dann mal noch mein Zeug hier in die Kisten einlagern. Nicht, dass ich so viel Zeit verbrauche. Und den Teleporter, den stellen wir dann in den nächsten Folgen irgendwann mal dann unten in meine, in den Anfang meiner Zwergenstadt rein. Gut, da würde ich aber sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, da gibt es dann auch das kleine Special mit allen Blöcken, die wir so bis jetzt gefunden und gebaut haben, die ihr euch mal angucken könnt, wie sie aussehen. Also Leute, bis dann. Tschüss.